Was geht ab? Wir haben, 27. Juni, kann das sein? Nicht Mittwoch. Donnerstag, glaube ich. Wir haben Donnerstag, glaube ich. Ja, es ist Uhrzeit egal. Und mein YouTube-Kanal burnert, aber ich weiß nicht, was gestern passiert ist, ja. Aber so in ein paar Sekunden hatten wir irgendwie 5 Abonnenten weniger. Ich weiß nicht, Fake-Accounts, aber ich weiß, wer das war oder was, das ist egal. Deswegen, ich weiß gerade nicht, ob es stimmt, ob es in meiner App wird angezeigt. Nein, in YouTube-Computer wird angezeigt, ja. Also ich keine Ahnung. Also ich keine Ahnung. 1740 Abonnenten, ja. Klicks weiß ich gerade auch nicht so, ja. An erster Stelle möchte ich mich beim sehr geehrten Herrn Nick, beim Nick bedanken, ja, für die Bestellung, für die CD, heute Eingang. Wunderbar. Der gute Herr hat mein Bundle bestellt, ja. Ja, das war, glaube ich, Bestellung Nummer 14, noch 86. Bam, 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 so läuft's. Weiter bestellen. Ja, ich arbeite fleißig am nächsten Video. Habe die halbe Nacht geschnitten, nicht die halbe. Habe nachts geschnitten. Das Video kommt, wenn es fertig ist, bald, ja. Und dann geht's weiter. Bam, bam, bam. Ja, so. Wollte jetzt aber gar nicht auf das Mixer wieder zu sprechen kommen. Und zwar, Eintracht Frankfurt hat, ja, also... Zwei hat sich angebahnt und Bobic hat es bestätigt und ich denke mal, es wird dann offiziell morgen, so richtig, richtig offiziell, nicht morgen, jetzt ist Saisoneröffnung 2, ich denke, da wird einiges verkündet werden, ja, Djibril Sow, ja, ist, oder Sow, oder so, ich weiß nicht, sowieso, ich weiß nicht, wie man schreibt, ja, ist der nächste Neuzugang bei Eintracht Frankfurt und zwar der zweite in dieser Saison, also in dieser Sommerpause, bisschen, also zwischen den Saisons, wunderbar, an dieser Stelle schon mal herzlich willkommen, lieber Djibril in Frankfurt. Ja, du wirst es lieben. Jeder liebt es in Frankfurt, beste Stadt der Welt. Und nun ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe vor einigen Tagen bereits ein Video gemacht, wo es schon danach aussah, als wäre er der nächste Transfer von Eintracht Frankfurt. Habe damals schon gesagt, ich kann nicht viel zum Spieler sagen. Ja, und es ist nicht so, als würde ich den ganzen Tag nichts tun haben und Spieler googeln können und mich über sie informieren. Ja. Habe ich tatsächlich aber gemacht bei ihm, ja. Und ich habe nichts gefunden. Was passiert hier, ja? Jeder Spieler, jeder Klaus Peter hat irgendwo ein Highlight-Video oder sowas. Er nicht. Ja, ich habe keins gefunden oder ist mein Internet kaputt, ja. Es gibt das höchste aller Gefühle waren 20-Sekunden-Ausschnitte, wo er mal einen Pass spielt oder sowas, ja. Aber kein Highlight-Video. Schweiz, was ist los mit euch? Ich brauche den Videokurs, ja. An alle Schweizer, ja, kommt, ich erkläre euch, wie man so schneidet, ja, mit Premiere, Adobe Premiere, ja, da könnt ihr Videos schneiden. Ich erkläre euch, wie das funktioniert, ja. Das war erschreckend, ja. Natürlich nicht halb so erschreckend wie für das Mädchen, das hier unfreiwillig entjungfert wurde, ja. Ihre Unschuld verloren hat, ja, unfreiwillig, was soll ich tun, ja, die haben, ja, ich schwöre, ich muss irgendwann ein Special machen, diese Stelle ist schon bekannter als halb Frankfurt, ich schwöre es euch, ja, so, okay, jedenfalls, Djibril Sow ist in Frankfurt, wunderbar, ich kann leider nichts zu ihm sagen, weil ich ihn nicht spielen sehen habe, er scheint ein unglaublich großes, ich will gar nicht mit Talent sagen, mit 22, ja, du bist noch jung, natürlich, klar, aber das Talentalter im Fußball, ja, das ist ja so wie, hier rutscht ja alles so nach unten, so, ja, ich meine, heute, man scoutet ja heute schon die 16- und 17-Jährigen und will die unbedingt, bam, 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 verpflichten ohne Ende, ja, weil, man ja schon mit Anfang 20 zu alt gilt, ja, Talentstatus und sowas, ja. Mit 22 ist ein unglaublich gutes Alter, um jemanden einen 5-Jahres-Vertrag anzubieten, ja, das ist genauso die perfekte Zeit. Er hat sich in Gladbach nicht durchsetzen können, das war vielleicht auch ein Tick zu früh für ihn. In Bern hat er Unglaubliches geschafft, so wie ich es mitbekommen habe, unbeschrittener Stammspieler und großen Erfolg daran gehabt an der Meisterschaft und mit 22 Jahren im Mittelfeld gesetzt, ja. Top, ein Achter soll es sein, ja. Ein Box-to-Box-Player, ja, der da hinten die Bälle holt und vorne verteilt. Das ist eigentlich genau das, was wir gebraucht haben, ja. Wenn er das gut macht, ist es Jackpot. Wenn nicht, dann, ist halt nicht so viel Jackpot, ja. Soll uns das Ganze soll uns 10 Millionen plus minus paar Millionchen kosten, die da, in Bonis reinfließen könnten. 10% Weiterverkaufsbeteiligung ist vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Spieler, ja. Dass ich zu dem nichts sagen kann, oder das, was ist diese Scheißtüte, das ist das Gepäck von meinem Hund, ja, ich habe, ui, ist das grün, ja, der chillt hier, so, ey, was geht ab, ja, oh, ich krieg gerade einen Anruf, Alter, was passiert hier, ja, ich kann aber da nicht rangehen, ich muss, ja, ich fahre doch Auto, da kann ich ja nicht telefonieren,
So, ja, Kollege, ich rufe gleich zurück. Jedenfalls, ja, ich kann nicht so viel zum Spieler sagen. Ich freue mich aber dennoch, ja, weil wir da anscheinend einen guten Fang gemacht haben, ja. Nun, ja, ich möchte keinen Namen nennen, ja. Aber im Internet, besonders bei Burner TV in der Community, besonders unter meinen Eintracht-Videos, ja, gibt's ja den ein oder anderen, Betonung auf einen, ja, der, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, ich kenne sie nicht, ja, ich weiß nicht, was sie tun, anscheinend haben sie immer Zeit, ihre Meinung zu äußern hier bezüglich Eintracht Frankfurt als einziger hier bei Burner TV, der diese Meinung irgendwie meistens vertritt, ja, alle anderen sind so super, ja, es läuft weiter, nächster Neuzugang, geil, die Saison wird top und sowas, ja, aber bei ihnen ist irgendwie, ihnen gefällt mal gar nichts hier, ja, ihnen gefällt nichts, ja, ich kann es ja verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ja, ich würde noch mal wieder gerne den ein oder anderen deutschen Spieler hier bei Eintracht Frankfurt wünschen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich meine, hey, ja, es ist ja nicht so, als ob bei Eintracht Frankfurt sagt, nein, wir wollen keine deutschen Spieler, ich weiß, die Sonne blendet gerade voll ekelhaft, aber sorry jetzt, ja. Nein, wir wollen keine deutschen Spieler bei Eintracht Frankfurt, ja. Das kann ich meine Hand irgendwo hinmachen, oh, so, ja. Naja, egal. So, ja, das sagt man doch gar nicht hier, ja. Das ist doch so, dass wir Spieler brauchen, die uns weiterbringen, ja. Und wenn man, ja, und die Spieler, die deutsch sind, ja, die uns weiterbringen, die sind anscheinend nicht machbar. Sonst würde man es doch machen. Ganz einfach, ja. Und, ich verstehe wirklich nicht, wie man quasi mit jedem Post, den man tätigt, die Führungsebene von Eintracht Frankfurt kritisieren möchte, ja, mit der Transferpolitik, mit irgendwo Ausgaben, hier eine Million zu viel, da eine Million zu wenig und was weiß ich, und ich verstehe das mal überhaupt nicht, weil seitdem diese Führungsebene genauso wie sie gerade da ist, um Bobic und das ganze Team, seitdem, wir reden jetzt mal über Bobic, aber er steht jetzt mal stellvertretend für das ganze, die ganze Chefetage da, ja, ey, seitdem dieser Mensch in Frankfurt ist, hat er, ohne jetzt Frankfurt zu nahe treten zu wollen, aus einer Steinzeitmannschaft einen der spannendsten Clubs in Deutschland gemacht, der so ein Renommee weltweit dazu gewonnen hat. Man fragt sich doch, ey, was ist 10 Jahre davor in Frankfurt passiert? Das hat sich ja angefühlt wie eine Amateurmannschaft hier, ja? Im Vergleich zu der Professionalität und Seriosität, die man jetzt an den Tag legt, ja? So. Erstmal, ich verstehe nicht, wie man das noch heute dann immer noch jeden Transfer kritisieren möchte daran, ja? So, klar kann nicht jeder hundertprozentig einschlagen. Das ist auch jetzt nicht der Fall gewesen bei den Verpflichtungen der letzten 2-3 Jahre. Aber bei dem, was eingeschlagen ist, wie kann man das kritisieren? Ja, so. Weiterhin, generell die Transferpolitik. Ja, das habe ich gerade schon gesagt, aber trotzdem, wie kann man das denn wirklich ernsthaft daran meckern, oh nein, nicht schon wieder so ein Talent. Ich verstehe das nicht, ja. War nicht Jovic genauso ein unbekanntes Talent? War nicht Haller genauso ein unbekanntes Talent? War nicht Rebic erst recht, er galt noch als Problemspieler, so ein unbekanntes Talent, ja. Ich möchte jetzt nicht die ganze Palette durchgehen, was da bei uns so alles war, ja. Natürlich unbekannte Talente, ja, wenn sie doch bekannt wären oder sonstiges, ja, dann könnten wir uns gar nicht leisten. Das macht doch absolut gar keinen Sinn, was man hier teilweise von sich gibt, ja. Und dafür gibt's doch eine Scouting-Abteilung. Die haben doch nicht einfach irgendwelche Bilder bei Transfermarkt ausgedruckt von irgendwelchen Spielern, die niemand kennt, und werfen Dartpfeile auf die und sagen, der ist es, das ist der Neuzugang, ja. Die scouten doch. Das ist noch, wenn die keine Ahnung. Wir können doch stolz sein auf Ben Manga und sein Team, dass wir endlich mal Leute haben, die was verstehen vom Fußball, ja? Die sagen können, okay, ey, die anderen sind blöd, wenn die das nicht sehen, aber der kann was, ja, den müssen wir holen, so, ja? Deswegen gibt's doch eine Scouting-Abteilung. Und wir holen doch keinen Spieler, wo die sagen, nein, der kann nichts, ja? Es macht doch absolut keinen Sinn, was sie von sich geben. Ich möchte ja keine Namen nennen. Ja, aber es ist so, ja? Und auch wenn dann nicht jeder einschlägt, das muss nichts bedeuten, es spielen so viele Faktoren, kommen da zusammen, ja, jemand kann was, ja, er kann, jemand, also jeder kann was irgendwo, ja, aber das kann einfach sein, junger Spieler, neues Land,
psychisch irgendwas mit, stimmt nicht bei ihm, ja, was man davor nicht erkennen konnte, so, aber rein fußballerisch können die alle was, aber es muss nicht immer was, ey, Finin und diese ganzen, wie die bei uns hießen, die konnten auch alle gut, ja, aber das war bei denen, es gab andere Faktoren, warum das dann nicht funktioniert hat, ja, und die kannst du nicht voraussehen, ja, aber ansonsten kannst du schon alles richtig machen mit Transfers und dann ist natürlich immer ein bisschen Glückssache, ja, und er ist jetzt durch Zufall der teuerste Transfer, den wir getätigt haben in der Geschichte, so, aber gut, es ist, also, bitte, im heutigen Zeitalter ein Transfer für 10 Millionen plus minus, da muss man kein Fass aufmachen. Ja, das ist, auch wenn es unser erster ist, das ist so, es ist normal auf der Welt heute, ja. Also normal, das ist nix, ja. So, und wie gesagt, ich möchte nix hören, ja. Also natürlich, jeder kann sich darüber, wie auch immer, wenn jetzt einer sagt, er kennt den Spieler und der ist scheiße, seiner Meinung nach nicht gut und so, das kann er das gerne posten, ja. Aber ich möchte einfach solche sinnfreien Meinungen nicht hören, ja. Hauptsache meckern, weil es kein deutscher Spieler ist, ja. Hauptsache meckern, weil es ein Talent ist, das niemand kennt, ja. Das ist einfach sinnfrei, ja. Wie kann man jemanden die Qualitäten absprechen, einfach Frankfurt weiterhin so gut zu führen, wie man das seit 3 Jahren macht und so unbeschreiblich gut zu führen, ja. So, das wollte ich schon mal loswerden, weil ich muss das leider auch rein. Denkt darüber nach, ja, auch gerne Sie können sich dazu äußern oder nicht, das ist jetzt Ihre Sache so, aber dass man immer noch irgendwie kritisieren möchte, man kann immer kritisieren, klar, aber dann sollte eine Kritik auch Hand und Fuß haben und ich sehe nichts, was man wirklich hier negativ vorwerfen könnte, was aus Frankfurt, Eintracht Frankfurt gemacht wurde innerhalb von nur 3 Jahren. Ich verstehe nicht, was man da kritisieren kann. Ja? Das ist wohl bundesligaweit wohl eins der besten Führungsteams, was es gibt. Ja? Europäisch sowieso wahrscheinlich. Ja? Also, so, ihr könnt euch jetzt gerne dazu äußern, wenn ihr was zu Djibril Rousseau. Der ist ja bei uns im Bundesliga-Tippspiel, das ist Djibril Rousseau, deswegen ist mein Kopf immer Djibril Rousseau. Ja? Djibril Rousseau sagen möchte, gerne schreibt es unter das Video. Ich bin sehr gespannt. Danke nochmal an Nick Daub für die Bestellung vom Mixtape. Gerne weiterhin bestellen. Link ist unter dem Video. Ja, Eintracht Frankfurt. Ich beglückwünsche dich zu einem hoffentlich sehr guten neuen Spieler, der uns sehr gut tun wird. Bin ich davon überzeugt. Adi Hütter wollte ihn haben, weil er auch noch Adi jetzt. Muss man noch mehr sagen. Verdammte Scheiße. So, also ich muss jetzt los. Einen schönen heißen Tag euch allen und gute Nacht. Ja, schreibt unter das Video.